Hey Leute, der Griven. Willkommen zur nächsten Runde von TFT. Bin mittlerweile bei Silber 1 angekommen. Irgendwie fällt mir nur das Ding hier. Wir versuchen immer noch weiter hier unsere Berserker-Komp. Ich finde die immer noch gut. Gucken wir mal. Könnten am Anfang auch erstmal Jäger gehen. Also Rek'Sai. 250 absoluten Schaden, ja. Und dann noch der Jägerbuff ist eigentlich auch. Also wie gesagt, ich finde immer noch den Jägerbuff ein bisschen zu OP. Doch mal, die passen den noch ein bisschen an. Ja, schade. Leider keiner dabei, den wir so wirklich bräuchten. Hier leider auch nicht wirklich. Lassen wir mal so. Nehmen wir die hier oder eher nicht so? Eigentlich eher nicht so. Wir besuchen hier wieder unsere Berserk-Leute. Ich bin immer noch am Schwanken, ob man lieber noch zwei Mystik reinnimmt und einfach die Wüstenleute weglässt. Das ist leider immer noch so ein bisschen meh. So, da haben wir doch schon mal einen. Ja, wir könnten auch am Anfang Infernal gehen. Rek'Sai. So, wen wir hier erstmal nehmen, ist eigentlich scheißegal. So, wichtig wird jetzt hier die Runde. Okay, also diesmal wäre wirklich gut, wenn wir Wüste gehen. Bräuchten wir irgendwie Asie oder Dings? Haben wir leider nicht. Dafür haben wir die bekommen. Komm zu Mundo. Dann machen wir Mundo mal hier. So, dann können wir ein theoretisch schon das geben. Mal, welcher von denen jetzt den meisten Damage raushaut. Er kommt weg. Die würde ich eigentlich gern behalten. Wir müssten gewinnen, das wäre cool. Ja, nicht, wenn der noch mal aussaugt. Schafft er noch mal zu ulten? Nee, schade. Und dann kommt er erstmal weg. So, das ist doch schon mal gut. So, wir hatten, na gut, Mundo hat den meisten Schaden gemacht. Okay, dann gehen wir es erstmal Mundo. So, und ihr können wir das Ding hier schon mal geben. Die verkaufen wir dann aber auf jeden Fall. Bin hier auch nicht so ganz sicher. Eigentlich wäre Ornn ein Ticken besser. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal die Dreier Berserker. Ja, das sieht gut aus. Wie sagte Jana am Anfang, so die ersten 6, 7, 8 Runden ist eigentlich übelst gut. Weil alle noch so wenig Leben haben. Aber sobald die meisten Leute Level 2 Unit haben, dann fällt sie doch stark ab. Oh shit.
Das war der falsche. Eigentlich wollte ich ihn hier nochmal kaufen. Könnten aber, wenn wir gewinnen sollten, auf 20 hoch. Mach ihn mal so. Weil Jax könnte auf jeden Fall noch seinen Ult rauskriegen und überleben. Ja, wir könnten hier verkaufen. Mal gucken. Ja, der hat schon den Jäger. Mit Volleyball Level 2, den hätte ich gern. Scheiße. Nice. Ja, Mundo ist wirklich stark. Aber hier, Diana haut rein. So, das können wir erstmal so lassen. Eventuell können wir auch leveln. Ja, nur wenn wir hier irgendeinen coolen noch reinkriegen. So. Erstmal Sivir. Können wir euch auch einen Red Buff eigentlich geben? Auch gar nicht so verkehrt auf ihr. Dann level ich. Dann lasse ich Diana noch drin. Wenn ich sie jetzt noch reinmache, dann haben wir noch den Wüstenbonus. Das ist eigentlich ganz cool für den Anfang. Hase haben wir auch bekommen, aber ne, sie ist in dem Fall besser. So. Leveln wäre noch gut. So, hier brauchen wir nix. Wir können Asia mal mitnehmen. Eigentlich ist Sivir hier besser. Gucken wir mal, wie es läuft. Der hat noch kein Level 2er, also den müssten wir eigentlich wegsnacken. Schade, wenn Jax noch schaffen würde zu ulten, das ist perfekt. Also ist aber okay. Das war definitiv easy. So, und dann sparen wir jetzt einfach wieder 50 Gold zusammen und rollen dann durch, dass wir so viel wie möglich Level 2 oder sogar schon Level 3er Units kriegen. Dann ist eigentlich easy peasy. Dann müssen wir halt nur gucken, was die Gegner so für eine Comp haben. Das sieht aus hier wie Wood. Alter. Das ist heftig. Ach, Gemetzel. Das bringt aber noch nichts, die jetzt reinzupacken. Das bringt nichts. So, also der geht Jäger. Und so ein bisschen Summoner, also so ein bisschen von allem. Der Typ, gegen den wir jetzt hier kämpfen, der hat so ein bisschen Mage, Ocean, keine Ahnung was. Allerdings, der ist zu hart gestackt hier, den schaffen wir nicht. Alter, und ein Doppelcast. Autsch. Okay, aber nicht so schlimm. So, wir haben hier schon mal unsere Berserker kommt fast voll. Uns fehlt noch Volibear. Das bringt uns leider gar nichts. Die hüpft hoffentlich hier rüber. Da hilft uns gar nichts hier leider. Müssen wir warten. Wir sind noch auf dem zweiten Platz. Also soweit ist nochmal ganz gut. Wir haben nicht so viel Leben verloren. Das ist immer gut. Aber wir müssen denn jetzt versuchen, alle auf Level 2 mindestens zu kriegen hier.
Damit wir das Midgame so ein bisschen überleben. Oh, wie gesagt, Jax ist immer gut, wenn er es noch schafft. Oh shit. Wenn er es noch schafft zu ulten. Schade. Das hilft leider auch nichts. Aber sie können wir da reinstecken. Okay, na, wir müssen warten. Wie gesagt, wir haben noch nicht viel Leben verloren. Alles ist gut. Hauptsache, wir kriegen nicht zu sehr auf den Sack. Oh, der hat schon Warwick Level 3. Alter. Wenn der hier... Oh Gott, ey. Okay, da. Ich hoffe, wir müssen nicht gegen den ran. Irgendwo gegen den letzten hier oder so. Na, ja, der drittvorletzte. Mal gucken. Ah, Schiss. Jax konnte wieder nicht ulten. Nee. Zu strong, leider. Dafür haben wir halt eine richtig gute Economy jetzt schon gegenüber den anderen Leuten. Und so ist eigentlich auch okay, also beim Karussell eher dran. So, da haben wir eine Sivir. Und ein Jax. Na, das ist doch schon mal was. Wenn wir jetzt wahrscheinlich nochmal einmal auf den Sack kriegen. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendjemanden Level 2 noch kriegen. Als nächstes wäre wirklich gut, wenn wir dann Rüstung bekommen, damit wir hier den Red Buff raufhauen können. Eieiei, der hat zu viele Level 2er. Aber solange Sivir da noch so ein bisschen reinbrettern kann. Ah, noch einen kriegen wir nicht, leider. Schade. Nee. Aber gut Damage gemacht, alles gut. Mundo. Na, wenigstens einen, dann können wir ihn doch jetzt mal vorschicken. So, nächste Runde Karussell. Ich krieg ruhig noch mal eins auf den Sack, ist das okay? Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so kriegen. Ich glaube nicht, dass Renekton das jetzt irgendwie doll reißen wird. Ein Mundo Level 2 wäre schon ein anderes Kaliber. Aber hier ist Ole Warwick Level 3. Ja, Warwick schafft man nicht. Und zack. Aber egal, nur minimal Schaden, ist okay. Von Asio haben wir uns jetzt verabschiedet. Und wir können ins Karussell. So, oh, die Sivir. Scheiße. Ne, da muss ich Brand nehmen. Fuck. Die Sivir, ne, dann nehme ich Mundo. Weil Sivir verbessert sich sonst. Und dann muss ich so verkaufen. Naja, das geht nicht. Muss ich Mundo nehmen. Dann ist Mundo jetzt wenigstens schon Level 2. Ja, Gott. So. Schade. Die Rüstung wäre echt ideal gewesen. Müssen wir auch beten, dass wir dann irgendwo eine Rüstung noch wenigstens bekommen. So, da ist der Volibear. Scheiße. Schiete, schiete.
Wenn wir jetzt wahrscheinlich noch mal auf den Sack kriegen. Oh, er hatte schon ein Item. Nein, jetzt hat er Sephir. Stimmt, Mono hatte auch schon eins. Fuck. Naja, ich sage, wir schmeißen wenigstens hier ihn hier hoch. Ist auch okayisch. Aber besser wäre eigentlich der andere gewesen. Komm schon, Mundo. Oh. Ah, schade. Das war ein Crit. Fuck, hätte fast geklappt, ey. Ja, ärgerlich, das mit den Items, ey. Oh, wir haben aber auch wirklich Pech in der Runde, oder? Wir haben aber auch wirklich Pech, ey. Nee, eine Runde, dann level ich. Eine Runde müssen wir noch durchhalten, irgendwie. Vielleicht reißt der Volibear das ja noch ein bisschen raus, aber ich glaube eher nicht. Oh, Kog'Maw Level 3. Ach, schade, ey. Mal kurz vorm Ulten wieder. Ein Ding hat er gemacht. Der war tot. Ich hasse die Jäger wirklich. Hasse sie wirklich wie die Pest, Junge. So, da ist die Sivir. Wir leveln. Schmeißen die alle rein. Weil es sich eigentlich noch nicht so ganz lohnt. Weil wir noch nirgendwo einen Red Buff haben. Na, aber mal gucken. So, sie kommt auf jeden Fall weg. Tod durch Stahl. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So. Oh, ach, ihn können wir jetzt gar nicht mehr machen. Ja, ich muss die Sieve reinpacken. Der hat hier die übelst krassen Sachen, ey. Hätten wir Klingenmeister? Hm. Bringt leider nicht. So, wir leveln mal. Pack den Jax mal hinter ihr. Hoffnung, dass er hoffentlich die ganzen Assassins abfängt. Mal gucken. So, jetzt müsste Sivir, müsste jetzt eigentlich komplett rasieren. Red Buff, das und dieses Riesenschlechter. Ich müsste jetzt komplett eskalieren. Ich muss nur ulten. Dann ist die Sache eigentlich erledigt. Gucken wir uns mal den Damage an. Ja. Vollgesteckte Sivir. Mundo zu stark. So, das können wir eigentlich hier lassen. Ja, was machen wir damit? Klingenmeister. Oh, Sivir ist ein Klingenmeister. Das würde quasi für sie auch profitabel sein. Ja, wir lassen es mal so. Solange wir jetzt nicht mehr Leben verlieren, ist eigentlich alles fein, aber wir bräuchten unbedingt noch ein paar Red Buffs, ey. Aber ich glaube, die wären schwierig.
Die werden richtig schwierig. Mundo ist echt ärgerlich. Hätte ich einfach nur den Jax diesen Gürtel gegeben oder irgendwen anders. Eieiei. Ja, aber solange Sivir in Ruhe gelassen wird, ist alles schick. Tschüss. Sehr gut, okay, das läuft. 40 Gold, perfekt. Wir können langsam mal eine Siegessträhne so ein bisschen aufbauen. Schön wäre jetzt noch ein Olaf. So, er ist interessant. Er ist interessant. Okay, er ist weg. Ich bin wieder nach oben gerutscht, ey. Na gut, der Brand kommt mir entgegen. Okay, dann nehmen wir Brand, alles klar. Habe ich verstanden. Wer macht denn hier am zweitmeisten Schaden? Wirklich Sion und Olaf, ne? Dadurch, dass Olaf das Sephir schon hat, wäre es ja eigentlich praktisch, wenn wir ihnen gleich noch ein Item geben, ne? So, hier können wir nichts machen. Phantom Dancer. Wir machen erstmal so. Die heben wir uns nochmal auf. Wir könnten wirklich noch jemanden zum Klingenmeister machen. Da würde halt Sivir auch nochmal ein bisschen profitieren. Na, mal gucken. Ansonsten Olaf wäre cool. Guckt euch das an, wie die hier durchrasieren, ey. Sogar Sion mehr Schaden gemacht als Sivir. What the fuck? Okay. Das heißt für uns, wir können jetzt noch ein bisschen durchrollern. Sehr schön. Da haben wir Olaf. So, den Rest warten wir. Das ist auch nochmal ein guter Power Spike. Aber wichtig wird jetzt die nächste Creep-Runde. Also ich müsste mindestens wenigstens ein oder zwei Red Buffs. Das wäre eigentlich das Minimum. Okay, die wechseln sich ja echt gut alle ab mit Schaden machen, ne? Komm mal. Bla bla bla. Das Spiel beendet. Okay. Ne, ne und ne. Schade. Was fehlen hier noch so? Die Level 3 Aussichten. So, jetzt bitte hier noch ein paar coole Items. Nee, das sind leider überhaupt keine coolen Items. Scheiße. Scheiße. Hier machen noch ein Berserker. Lichtchampion. Nee. Damn. Damit haben wir in dem Fall keinen Red Buff. Und das ist quasi eigentlich das wichtigste Item.
Dafür haben wir natürlich eine richtig krass gesteckte Sivir. Die aber, glaube ich, gegen Mundo auch eine Chance hat. Klar. Warum nicht? Blitz. 150 Schaden. Ein Jax und ein Olaf. Das andere reicht's nicht. Ich glaube, da ist der Olaf natürlich die bessere Wahl, ne? So, ich hoffe mal, wir gewinnen jetzt hier weiter. Ah, schade. Und da geht sie hin, unsere Siegesserie. Machen wir so. Schwertbrecher. Oh, das passt alles überhaupt nicht, ey. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eigentlich noch hätte ein Item hierfür aufheben lassen sollen, ne? Wir machen mal so. Gefunden. So, komm schon, Sivir. Ah, schade. Ja, ich habe die falschen Items, Mann. Das ist jetzt super ärgerlich. Haben wir hier einen Red Buff? Auch nicht mit bei. Oh Gott. Da ist ein Berserk. Ja, machen wir das hier. Dann haben wir noch ein Glacial. Vielleicht können wir ein bisschen mehr einbetäuben. Aber wirklich cool ist die Lösung nicht. Ja, ich muss wenigstens versuchen, dass ich wenigstens Zweiter, Dritter oder so werde. Wer ist denn noch gut schnell? Wir nehmen mal ihn hier. Mundo, den kriegen wir aber nicht rein. Stellt euch den Sturm. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da haben wir für die nächste Runde schon mal einen kleinen Power Spike noch. Und einfach nur sie, wir schieß rein, na bitte. Ja. Yes. Mundo, zu stark. Wir könnten auch leveln und dann hier einfach nur einen rein ditchen. Können wir hier noch eine Ocean Duden reinmachen? Wir machen es mal so. Ich level jetzt in der nächsten Runde mal. Weil sie knockt alle nochmal hoch und gibt allen nochmal einen Buff, wo sie mehr magischen Schaden machen. Na, 25, aber immerhin, das blättert ja weiter. Das müsste eigentlich gut passen. Und wir hatten den ersten Mystiker. Oh, der ist fast tot, der Typ. Ah, schade. Den können wir nicht wirklich besiegen. Ich hoffe mal, irgendjemand anders kickt ihn jetzt gleich raus. Ach Gott.
mal so. Also ist okay. Ja, kriegen wir hier noch jemanden Level 3? Volibear ist eigentlich in einer ziemlich guten Position. Phantom Dancer. Ich glaube, den gebe ich Olaf. Vielleicht kann er noch ein bisschen irgendwas machen, obwohl... Er ist nur immun gegen Massenkontrolle. Okay, dann ist er nochmal immun gegen kritische Treffer. Hoffen wir mal, dass Nami noch ein bisschen jetzt was beiträgt. Vielleicht kriegen wir nur ein Item, aber... Nee. Mal hier Klingen, Mystiker, Schatten. Kriegen wir aber nicht hin. Nochmal aufleveln bringt nichts. Mundo wollen wir leider nicht. Jetzt können wir Mundo haben. Das ist eine Sivir. Die Sivir ist mir lieber. Am liebsten hätte ich natürlich den Volibear, ne? Na, schade. Okay, ich muss jetzt All-In gehen hier, sonst wird es nix. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Runde schaffe. Ich bin echt überlegen, ob ich statt Nami einfach noch Sion oder so reinpacke. Oh, das war richtig gut, dass wir den seinem Ult unterbrochen haben. Ja, das sieht gut aus. Okay, der hat richtig auf den Sack bekommen. Wir haben noch zwei Outs. Und wir sind... Oh, der muss verlieren, bitte. Kämpfen noch. Und tschüss. Okay, sehr gut. Das heißt, wir sind auf jeden Fall Dritter. Das ist gut. Das ist gut. Oh, yes. Hallo. Ja, das mit dem Ding ist jetzt super ärgerlich hier, aber was soll ich machen? Sion noch. Dann hätten wir es. Ja, die Nami macht halt, die knockt halt hoch. Das kann einfach schon mal helfen und die gibt halt allen noch so einen Buff. Ich weiß nicht, ob das, oder ob ich sie tauschen soll mit Renekton. Oh je, lass mich mal gespannt. Schade. Oh, 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 schade. Ja, Dritter. Immerhin. Ja, dafür, dass ich halt keinen Red Buff bekommen habe, ne? Ah, ärgerlich, ärgerlich. Aber gut, wir gucken mal ganz kurz, welchen Platz ich jetzt hier in der Rangliste habe. Okay, Silber 1, 45 LP, alles klar. Schade, okay, also so an sich lief es ganz gut. Auch jetzt mit Sivir war ich ziemlich zufrieden, aber gut, sie hat auch alle Items gehabt, ne? Ich hätte eigentlich lieber die Red Buffs auf den Berserkern gehabt. Na gut, aber ich bedanke mich erstmal wieder einmal fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, immer schon ein Like da lassen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis dann, bye bye.